Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode Nummer 60, lieber Defner, und es ist keine normale Episode. Wir haben uns ja schon häufiger gefragt, warum wir weniger Frauen als Podcast-Hörerinnen haben, als wir Männer haben. Und da haben wir uns heute Sachverstand ins Podcast-Studio geholt, genau, um dem nachzugehen und zu fragen, wie können wir möglicherweise auch noch mehr Frauen erreichen? In der Tat. Und weil Kollege Chapitz mal wieder Urlaub macht, haben wir gesagt, das mal machen wieder? Wir als, ja, mal wieder, ständig magst du Urlaub. Einmal im Sommer? Einmal im Sommer, einmal im Winter, einmal zwischendrin. Was? Ja? Okay. Du fährst doch ständig ins Rheinland, ist doch Urlaub. Na gut. Ja, gut, nicht so richtig, bei den Schwiegereltern. Diesmal geht's nach Italien. Aber das nur zur Information. Also Italien-Hasser fährt wieder mal nach überhaupt Italien. Überhaupt nicht, Hasser. Wir haben heute Gäste. Wir müssen uns heute mal ein bisschen benehmen. Ja? Und nicht streiten vor den Gästen. Nicht streiten vor den Gästen. Haben wir uns vorgenommen. Ich mache mal das Haar nochmal glatt. Ja, gut. Das sollte also helfen. Also, und zwar geht es heute um erfolgreiche Finanzplanung für Frauen, die unabhängig sein und bleiben wollen. Das ist der Untertitel eines Buches, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. In Anspielung auf die Älteren werden sich noch ändern. Zum Beispiel Kollege Chapitz, Marilyn Monroe, wie angle ich mir einen Millionär? Okay. Ja. So, und die Autorin, wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Jessica Schwarzer. Dankeschön. Und was wir gleich sagen wollen, es ist nicht nur ein Podcast für Frauen heute. Also weil du ja gerade den Untertitel hier vorgelesen hast und jetzt möglicherweise der eine oder andere Mann sagen müsste, what, was ist jetzt hier los? Natürlich. Muss ich abschalten? Nein. Nein. Es geht auch darum, die Frage, möglicherweise können ja auch Männer was lernen, wie Frauen anlegen. Und das werden wir heute auch dem nachgehen. Und Frauen besser verstehen. Also Frauenversteher zu sein, kann auch nicht schaden. Okay, so. Ja? Und wir haben, jetzt so eine, wir haben jetzt einen guten Brauch, dass all die Leute, die zu uns kommen. Seit einer Interview-Episode hat sich dieser langjährige Brauch etabliert. Ja, es ist alles, was man mehr als einmal macht. Im ist Rheinland Brauch, ist das Brauchtum. Ja, Brauchtum, ja, genau. Also wir und haben die Rheinländer, ja, zwei Rheinländer ja, auch. Ich habe da gelebt für vier Jahre. Ich bin gebürtig. Oh. Aber ich habe da Schelsig wohnte ich. Wo wohnst du? Auf welcher Seite? Eigentlich auch, weil ich in Düsseldorf auch auf der falschen Seite. Falsche Seite. Jetzt kommt dann gleich wieder Kollege Chapitz mit und kritisiert gleich, wenn du was Positives sagst, dann sagt er, diese rheinländische Präsigkeit, mit der kann er gar nicht umgehen. Die sind so selbstzufrieden. Weil er ist ja der Ossi, ne? Und ich ist verdrehe ja die immer Augen. So ein bisschen. Aber wir wollten vielleicht unser Brauchtum jetzt mal hier voranbringen. Also, wir haben ja so ein Brauchtum, das haben wir auch bei Hindis gemacht, dass, wenn wir Gäste haben, das ist jetzt zum zweiten Mal der Fall, dann sollen sich so eine Art Elevator-Talk so in einer Minute vorstellen. Und wir lassen auch fieserweise die Uhr mitlaufen. Also Jessica, du hast jetzt eine Minute, um zu erklären, warum die Leute dein Buch lesen sollten oder den Podcast hören sollen oder was auch immer. Du wirst. So, und ich würde sagen, los. Also ich bin absolut leidenschaftliche Börsianerin. Meine Leidenschaft für Geld und irgendwann dann eben auch für Börse hat schon ganz, ganz früh angefangen. Und aus dieser Leidenschaft ist ein Beruf geworden. Ich bin Finanzjournalistin, mittlerweile selbstständig, früher lange festangestellt, habe mehrere Bücher geschrieben. Und es war mir irgendwie immer eine Herzensangelegenheit, auch mal eins über Frauen und Finanzen zu schreiben, beziehungsweise eins für Frauen, weil Frauen sich nämlich immer noch sehr viel weniger um ihr Geld und ihre Finanzplanung kümmern, als es Männer tun. Schlimmer noch, sie verlassen sich auf die Männer. Dabei können sie es eigentlich sogar sehr viel besser als die Männer, wenn sie sich denn mal rantrauen an das Thema. Das heißt, mein Buch ist also quasi nicht nur eine Anleitung, wie es geht, sondern es ist auch ein Plädoyer, Gas zu geben und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich hoffe, Stichwort mehr Hörerinnen und mehr Frauen, die sich um Finanzen kümmern, ich hoffe, dass ich motivieren kann damit. Toll, eine tolle Vorstellungsrunde. Herzlich willkommen. Und auf 4 Sekunden. Ja, 4 Sekunden. Was man in einer Minute alles erzählen kann, das ist wirklich spannend. Stimmt, das war die Kurzzusammenfassung und einige dieser Punkte wollen wir jetzt nochmal aufgreifen. Also fangen wir nochmal an, wie war das genau, wann bist du genau sozusagen und wie zum Thema Finanzen und Börse gekommen, wann ist die Leidenschaft dafür bei dir erwacht? Also ich habe schon als Kind unglaublich gerne gespart, mit Nebenjobs und mit Oma anbaggern, dass man noch ein bisschen mehr Taschengeld kriegt, so der Klassiker. Und ich kann mich noch erinnern, es gab damals von der Stadtsparkasse so Klebehefte, wo man wie so Briefmarken reinklebt, die konnte man in der Schule kaufen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich glaube 10 Pfennig waren Flaggen, 50 Pfennig weiß ich nicht mehr, eine Mark war auf jeden Fall ein Oldtimer. Und ich wollte, es passten immer 10 oder 12 von den Marken auf eine Seite, ich wollte mal ganz viel Seiten voll haben und möglichst die Oldtimer. Und dann konnte man das raustrennen und ab zur Sparkasse und da gab es dann Knackshefte und so weiter. Also diese Begeisterung hat mich da echt früh gepackt und dann habe ich irgendwann angefangen, größere Summen auch zusammen zu
sparen. Also größer heißt in dem Fall dann 200, 300, 400 Mark für ein Kind ja viel. Und dann hat meine Mutter mir erklärt, dass man das ja auch anlegen kann. Und dann bin ich hier teilweise wirklich mit dem Fahrrad. Und so bist du an die Finanzmärkte gekommen? Deine Mutter hat dir gesagt, man kann das auch anders anlegen als dann, nur auf dem Sparbuch? Aber da waren es noch Sparanlagen. Okay, damit gab es ja noch was Zinsen. Da gab es 8-9%, gigantisch. What? 9%? Pro Jahr. Okay, nicht im ganzen Leben. Okay. Genau. Und da bin ich dann wirklich mit dem Fahrrad von Bank zu Bank gefahren und habe die Konditionen verglichen. Und ich glaube, es war die vierte Bankverbindung. Meine Mutter musste ja dann immer mit mir dahin. Ich konnte ja nicht alleine. Bei der vierten Bankverbindung hat sie dann gesagt, man kann Zinsen auch verhandeln. Das, dafür hasst sie, glaube ich, unser damaliger Bankberater heute noch. Und irgendwann kamen dann die Aktien dazu. Und wie bist du dann an die Börse gekommen? Muss jetzt zu Aktien auch erstmal kommen? Da ist ja nicht so ein sicherer Zins, den man ausverhandelt, sondern dann geht es ja auch mal rauf und runter. Da muss man ja auch ein bestimmtes Mentalität mitbringen. Welche meine erste Aktie war? Das wäre die nächste Frage gewesen. Aber gut, du kannst sie jetzt schon beantworten. Die Telekom. Ja, da bin ich auch an die Börse gekommen. Hey, das ist genau. 97 oder 96. Und ich habe zwei Rheinländer finden sich. Ich sehe schon, das wird ja eine große Geschichte werden. Ron Sommer, 50 Pfennig gab es Rabatt für die Privatanleger. Genau. Und ich habe bei der Deutschen Bank damals das eröffnet, weil es nicht nur umsonst konnte man es kaufen, sondern bekam da einen Kugelschreiber dafür. Und als Ossi war ich ja für alle kleinen Geschenke zu haben. Sehr dankbar. Und meine Sparkasse wollte mir wieder einen Kugelschreiber geben zur T-Aktie. Noch wollte sie mir die kostenlos, also man konnte bei der Deutschen Bank damals kostenlos ein Depot eröffnen. Man hieß so, das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr. Und dann habe ich das auch gemacht. Telekom. Und dann bist du auch mitgegangen. Genau, und das war wieder meine Mutter witzigerweise, die auf die Idee kam, sie hätte jetzt einiges drüber gelesen und ich soll das auch mal lesen und lass uns doch mal das mal versuchen. Und wir haben dann ganz, ganz schnell wieder verkauft. Und dann passierte, was so vielen passiert, mich hat echt die Gier gepackt. Ich habe am neuen Markt gezockt geisteskranke. Also da war Börse echt Casino. Ja. Hat sich ein bisschen geändert. Ja, was war dein schlechtes Investment? Wahrscheinlich eins aus dieser Zeit, ne? Ja, ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. Da gab es einige ziemlich schlecht. Also erst lief super. Da konnte man ja kaufen, was man wollte. Stimmt. Das war ja, und wenn man nicht innerhalb von 2-3 Wochen 100% hatte, hat man irgendwas falsch gemacht. Ja. Intershop. Ja, wunderbar. Ich war ja auch groß. EMTV. EMTV. Ja, ich hatte sie alle. Morphosis. Ja. Morphosis habe ich bis heute noch. Die sind wieder gekommen. Morphosis hatte ich. Kostet 1000 genau. Das war damals. Und Morphosis habe ich heute noch und die ist wieder auf ihren alten Preis gegangen. Da haben wir auch einen der klassischen Fehler. So nach ungefähr 20 Jahren. Ja, genau. Man verkauft aber nicht gern mit Verlusten. Und das ist, diesen Fehler habe ich auch gemacht. Und du hast dann alles verkauft oder hast du jetzt immer noch so Leichen im Depot? Nee, also ich hatte da eine Zeit lang, ohne jetzt Summe zu machen, war ich eine relativ reiche Studentin. Also fühlte mich wahnsinnig reich. Und dann bin ich nach Wien zum Studieren gegangen. Und da habe ich, weil ich keinen Internetanschluss hatte da oder nur so ein Wackelding, auf jeden Fall noch dieses komische Modem, was diesen Krach gemacht hat. Da habe ich ganz, ganz viel verkauft und war richtig gut unterwegs in Wien. Ich habe, glaube ich, jedes Museum, jede Oper, weiß der Geier was, alles Musicals, alles gemacht. Also es richtig krachen lassen, habe da richtig was von gehabt und dadurch habe ich den Anfang des Crashs nicht mitgekriegt, aber leider den Rest. Also ich hatte nicht alles verkauft. Ich bin am Ende, glaube ich, mit Plus rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Wow, ein bisschen. Das unterscheidet dich von mir. Aber die tollen Gewinne, die ich mal hatte, waren natürlich weg. Aber was weißt du heute schon, was du damals schon gern gewusst hättest? Also was hast du gelernt in deiner Karriere, wo du sagst, wenn jemand jetzt neu anfängt, den Fehler, den ich damals gemacht habe, den sollte ich nochmal machen. Die Frage hat dem dies auch schon gestellt. Und dies hat dann weise gesagt, Wissen wird überbewertet. Genau, jetzt kannst du mal von mir. Jetzt kannst du kommen. Also ich würde gerne wissen, welche von den Aktien überlebt haben. Und ich hätte auch gerne meine Amazon behalten, die ich damals hatte. Ja, und verkauft habe. Okay, so, das wäre was Schönes. Okay. Und dann eigentlich so diese Basics der Geldanlage, dass man die Ruhe bewahren sollte, nicht gierig werden, auch nicht panisch werden, breit gestreut, also risikobreit streuen, langfristig denken. Das haben wir alle nicht getan damals. Das war ja Casino, was wir da gemacht haben. Also das hätte ich gerne schon gewusst. Ja, das waren also deine ersten Schritte als Anlegerin und Sparerin sozusagen. Wie kam denn dann der Entschluss, daraus auch einen Beruf zu machen? Das war ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Zufall. Und zwar wollte ich immer Carla Kolumna werden. Kennt ihr die noch? Nee. Das ist die rasende Reporterin aus Benjamin Blümchen. Ach so, das wollte ich schon als Kind. Habe ich immer in diese Steckhefte geschrieben. Dachte aber, ich würde über, keine Ahnung, Politik schreiben. Benjamin Blümchen ist Dürre. Ja, genau. Okay, gut. Der ist es. Und dann ist so eine hysterisch kreischende Carla Kolumna da immer im Zoo unterwegs. Und das fand ich immer ganz toll. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht. Damals gab es noch DM Online. Weiß nicht, ob ihr euch noch an DM erinnert. Das war so das Gegenstück zu Kapital. Das waren so die beiden großen Nutzwertmagazine. Und da habe ich ein Praktikum gemacht. Und eigentlich dachte ich, würde da über Politik, Karriere und so weiter schreiben. Und dann saß ich jeden Abend mit Matthias von Arnim. Du kennst ihn auch. War damals mein Chef da. Auch ein super Journalist. Wir saßen dann jeden Abend vor seinem Rechner. Und er hat mir Börse erklärt und wie es richtig geht und so weiter. Und dann habe ich irgendwie, das war ja noch zu der Zeit vom neuen Markt, dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben und gemerkt, dass ich viel mehr eigentlich wusste, als ich gedacht habe. Das ist schon mal gut.
Und hast aber auch gelernt, dass man eigentlich so richtig viel doch nicht weiß, weil der Markt sich doch anders bewegt, als man es dachte. Also das mit der Psychologie und diesem wahnsinnigen Übertreibung, das habe ich in der Tat erst ein paar Jahre später wirklich begriffen. Aber so für einen Marktbericht hat es gereicht. Mhm. Und dann warst du ja zum Beispiel beim Handelsblatt auch Ressortleiterin, hast jetzt dann aber vor kurzem den Schritt in die Selbstständigkeit getan als Buchautorin, Moderatorin, Sprecherin, also auf Kongressen und dergleichen bist du unterwegs, ganz vielfältig. Wie wichtig war es dir denn dafür auch so sagen, ein gewisses finanzielles Polster zu haben für diesen Schritt? Also, dass wir uns trennen würden, hat sich ein bisschen abgezeichnet. Da kann man ja dann schon mal anfangen. Und das hat ja auch was mit Unabhängigkeit zu tun, dass man seinen Notgroschen ein bisschen aufstockt, dass man ein bisschen Geld zur Seite legt. Und das ist schon ein gutes Gefühl, wenn man sich selbstständig macht und man weiß, wenn jetzt mal 3 oder 4 Monate wirklich fast gar nichts reinkommt, dann können trotzdem alle Kosten weiterlaufen und man hat nicht auf einmal, keine Ahnung, muss irgendwelche Lebensversicherungen kündigen oder ETF-Sparverträge aussetzen, sondern kann das alles laufen lassen. Also das war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wenn du jetzt vergleichst, das Angestellten-Dasein und das Selbstständigen-Dasein, was hat das Selbstständigen-Dasein jetzt mehr möglicherweise als das Angestellten-Dasein? Und könntest du das anderen Leuten auch empfehlen, also die vielleicht hadern und fragen, soll ich das auch machen? Also für mich war das die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, ich arbeite mittlerweile mehr als vorher, aber ich mache nur noch Sachen, die mir wirklich Spaß machen und ich sitze nicht mehr in Konferenzen, die ewig dauern und höre noch dem 5. zu, der zusammenfasst, was die anderen 4 schon gesagt haben. Also ich mache wirklich nur Sachen, hinter denen ich auch stehe, auf die ich wirklich Lust habe, treffe tolle Leute, bin ganz viel unterwegs und das ist schon was anderes, als in so einem Newsroom zu hocken und mit immer diesen gleichen Abläufen. Ich war fürs Handelsblatt auch viel unterwegs, weil ich ja Journalismus live am Ende geleitet habe. Aber das waren dann nicht wieder meine Börsenthemen. Da war ich dann auch bei einem Autogipfel, bei einem Energiegipfel und hier in alle Branchen. Und es war dann nicht mehr nur Börse und Aktienfonds, Anleihen und das dafür schlägt mein Aber Herz. Jetzt kann man ja nicht mehr Privates und Berufliches verschwimmt ja noch mehr, als man es als Journalist ja ohnehin schon hat. Wie kann man das trennen und sagen, jetzt mache ich mal 2 Wochen Urlaub? Kann man das? Gute Frage. Wenn du die Antwort findest, wäre ich dankbar. Okay, gut. Du bist ja in den Anfängen sozusagen und solange es Spaß macht, dann ist es ja auch klasse. Dann braucht man eigentlich gar nicht so richtig viel Erholung vom Job. Ne? Ja, die hole ich mir dann zwischendurch auf dem Golfplatz oder im Fitnessstudio. Prima, also das dafür reicht. Kannst natürlich leichter auch mal Pausen einkalkulieren. Ja, aber und so ein paar Tage am Stück habe ich noch nicht geschafft seit Oktober. Und heute hast du es auf jeden Fall von Düsseldorf nach uns. Nach Berlin geschafft. Und wir wollen ja dann eben auch nicht nur über dich persönlich, sondern vor allem auch über dein neues Buch sprechen, wo aber vieles deiner persönlichen Erfahrungen, eingeflossen ist. Gerade natürlich auch deine Sicht auf die Märkte. Wir haben aber, wie gesagt, festgestellt, und deswegen wollten wir das Thema ja aufgreifen, dass wir unter unseren Podcast-Hörern, von denen wir Feedback bekommen, sehr wenige Hörerinnen haben und doch hauptsächlich sozusagen da Jungs und junge Männer bei uns als treues Publikum unterwegs sind. Gibt es einen Grund dafür, dass Frauen sich grundsätzlich, ist das so erstmal? Und dass ein Desinteresse besteht. Dass ein Desinteresse an Finanzen besteht und wenn ja, woran liegt das? Also es ist definitiv so. Es ist ein Drittel der Frauen hat zum Beispiel keine private Altersvorsorge, weil sie sich nicht drum kümmern, obwohl sie eigentlich wissen. Ein Drittel. Wie ist es bei Männern? Kann ich dir gar nicht sagen, was war eine Frauenstudie, aber da ist es besser. Es ist auf jeden Fall so, dass Männer sich viel mehr um Finanzen kümmern, es aber auch nicht unbedingt lieber tun, ein bisschen lieber schon, aber sie tun es wenigstens. Frauen tun es ganz oft gar nicht oder nur ein Stündchen. Das ist völlig verrückt. Wenn man überlegt, man kauft sich ein neues Auto, rennt von Autohaus zu Autohaus, vergleicht und macht und tut. Und wenn es dann um eine Altersvorsorge geht mit mehreren 10.000 Euro, muss das in 5 Minuten abgehandelt sein. Also das ist schon. Aber warum machen das Frauen noch mehr? Also oder haben noch eine größere Aversion gegen das Thema? Ich glaube, die trauen sich das teilweise auch nicht zu. Die glauben teilweise, die Männer können das besser. Aber ganz ehrlich, die können das nicht besser. Die sagen nur, sie hätten alles verstanden, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich gucke in Ja, aber sie sagen immer, ich kann das, ich habe das verstanden, aber mir fällt das bei Vorträgen auf. Frauen, ich sage immer, fragt, wenn ihr was nicht versteht. Ihr sollt ja den ganzen Vortrag verstehen. Und wenn ihr schon am Anfang irgendwie nicht verstanden habt, was ein ETF ist, ein Indexfonds, dann bitte Hand hoch. Weil es hat keinen Sinn, wenn ich eine Stunde über ETFs rede und ihr habt überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Frauen tun das, die machen das, wenn keine Männer im Raum sind. Männer stellen am Ende eine völlig verquaste und verdrehte, unglaublich angeblich intelligent klingende Frage und man merkt, oh, die haben überhaupt nicht verstanden, was ein ETF ist.
Also ETFs kennt man bei uns im Podcast, ja. Darüber werden wir aber natürlich auch nochmal sprechen, aber wir sind ja auch große sozusagen Anhänger von ETF-Sparplänen. Aber nochmal dann... Also die trauen sich einfach nicht, ne? Die trauen sich nicht. Also die trauen genau. Aber würdest du dann sagen, wenn dann Frauen mal eingestiegen sind, dann viele sagen ja, Frauen sind die besseren Anleger, woran würde sich sowas festmachen? Also es ist erstmal so, wenn Frauen sich um ihre Finanzen kümmern, dann machen sie das richtig tiefgreifend und detailliert. Also die nehmen sich dann wirklich richtig viel Zeit und fragen nach. Die brauchen auch länger, um sich für eine Strategie zu entscheiden, für Produkte zu entscheiden, Vertrauen zu einem Berater natürlich auch zu fassen. Also die informieren sich dann sehr detailliert, was ja gut und richtig ist, gerade bei langfristigen Investitionen. Und wenn sie das dann gemacht haben, dann bleiben sie ihrer Strategie sehr viel länger treu als Männer. Also dieses Hin und Her und also auch nochmal die nächsten. Nicht so viel wie Männer. Ja, nicht den nächsten Highflyer und die nächste Top-Branche suchen, die bleiben ihrer Strategie treu. Sie kaufen weniger Einzeltitel. Männer sind da ja immer auf dem Weg nach dem nächsten 1000%er. Frauen sind da breiter gestreut. Da bin ich also die Fonds Frau hier in unserem Podcast. Da bin ich gerade sagen, weil wir diskutieren. Ich sage ja mal, okay, Grund, ETF-Sparplan so als Basisanlage. Einzeltitel machen schon schwer Spaß. Ja, das und dann macht man will Spaß. Ja auch ein bisschen zocken und nicht immer nur einmal am Tag auf seinen ETF, MSCI, All Country World. Da soll man ja gar nicht einmal am Tag drauf gucken. Besser einmal im Monat besser, oder einmal im Jahr. Aber man will ja auch ein bisschen was für den Spaß haben und sowas. Ja, dafür habe ich auch ein Spielgelddepot. Das ist wieder das andere. Spielgelddepot, das sage ich dem Defner immer. Und diese Overconfidence, die uns ja erzählt, dass die Leute einfach, Männer sind einfach, haben mehr Selbstvertrauen. Ich kann das, ich weiß, was das ist. Und das ruiniert wahrscheinlich die Rendite am Ende. Das sind Frauen besser. Und dieses Hin und Her ist eben auch, was die Rendite, es ist nicht mehr wie früher, dass man ja unglaublich viel Gebühren zahlt. Das hat sich ja wirklich reduziert, deutlich reduziert. Ja. Aber es ist halt auch teilweise dieses Hin- und Her-Gespringe, ständiges Strategiewechseln. Hin und her macht Taschen leer, einer der berühmten Börsensprüche. Du hast ja viele Bücher auch schon über Börsenzitate und so weiter geschrieben. Mhm. Und, Börsenweisheiten, herrlich. Börsenweisheiten, ne? Da kann man ja auch vieles lernen. Also wenn du jetzt sagen würdest, was Männer davon lernen können, wäre einfach weniger so ein Über-Selbstbewusstsein mitbringen, sondern eher eine gewisse Demut an den Tag legen. Und sagen, langfristiger Denken. Ich habe meine Grundstrategie und das ist die Grundstrategie. Und wenn ich noch ein bisschen zocken will, dann habe ich ein Spielgeldkonto. Das wäre so der. Das wäre eine gute Herangehensweise. Wenn man jetzt Frauen zu Anlegern machen will, dann muss man ja auch erstmal sozusagen Voraussetzungen schaffen, dass sie auch überhaupt Geld zum Anlegen haben. Da gibt es ja, wir haben das letzte Mal auch über so eine Studie, Vergleichsstudie gesprochen, wo halt wieder die Gehaltslücke zu sehen war zwischen Frauen und Männern, wo es immer noch große Ungerechtigkeiten gibt. Wie schaffen es denn Frauen erstmal grundsätzlich auch ihren fairen Share, ihr ein faires Gehalt zu bekommen, damit sie dann auch wirklich Geld übrig haben zum Anlegen. Nun bin ich jetzt nicht die Karriereberaterin, aber ich kriege viele Vorträge mit, weil es im Moment ja sehr viele so Frauen-Events gibt und da ist es immer so eine Kombination aus Geld verdienen und Geld anlegen, also für Geld arbeiten und Geld für sich arbeiten lassen, das gehört zusammen. Und da hört man immer wirklich erschreckende Zahlen. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube 80-85% der Männer verhandeln ihr Einstiegsgehalt. Und nur ein Bruchteil der Frauen. Also wenn man euch sagt, du kriegst den Job, kriegst 100.000, dann sagst du, ich will 110. Und die Frau sagt, der Frau würde man wahrscheinlich sowieso erstmal sagen, du kriegst nur 80. Weil die kriegen ja oft bei gleicher Voraussetzung im gleichen Job sowieso weniger. Und die würde bei den 80 sagen, mach ich. Und das sind so Sachen, also da müssen, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geschaffen werden. Ein bisschen, auch vielleicht mal ein bisschen mit der Faust auf den Tisch. Und mal ein bisschen, ne, wirklich ein bisschen tougher aufzutreten, damit dieses Gender Pay Gap sich da schließt. Dann ist es natürlich so, dass viele Frauen einfach auch Jobs wählen, die schlechter bezahlt sind. Also Pflege und solche Dinge. Es sind ja häufig Frauen in diesen Jobs. Da verdienen die natürlich von vornherein weniger. Und dann sind da natürlich die ganze Erwerbsbiografie. Frauen kriegen Kinder, bleiben dann zu Hause, arbeiten vielleicht nur Teilzeit weiter. Und das ist natürlich fürs Rentenkonto Gift und vorher fürs Investmentkonto natürlich auch. Also da muss man, glaube ich, dieses Bewusstsein stärker schüren. Das passiert aber, glaube ich, gerade. Ich merke es schon. Und das ist auch egal, in welcher Altersklasse. Also von denen, die gerade von der Schule kommen, die sich da wirklich mittlerweile interessieren und auch aber 30, 40, 50-Jährige. Und ich glaube, da muss einfach nur ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit und und dann halt einfach mal anzufangen beim Investieren. Das geht ja mit, wir hatten es gerade ETF-Sparpläne, mit so kleinen Summen. Kommen wir gleich noch zum Investieren. Aber wie kriege ich jetzt das mit der Karriere hin? Männer sollen ja auch schneller Karriere machen. Muss ich als Frau dann auch irgendwie auf mich aufmerksam machen, aber in einer Art und Weise, ein Mann ist ja sich selbst, geht hin, ich habe das Projekt super gemacht, jetzt habe ich noch eine Gehaltserhöhung verdient. Und das machen Männer wahrscheinlich mehrmals im Jahr und Frauen würden einfach sagen, das Projekt habe ich gemacht, ist doch toll, aber würden vielleicht nicht zum Chef gehen. Ist das noch eine Idee? Oder ja, natürlich. Da einfach denen zu sagen, Mädels, macht es mal wie die Kerle und tretet mal ein bisschen selbstbewusster auf und trommelt auch für euch und eure Erfolge.
Und im Zweifelsfall auch einen Job annehmen wahrscheinlich, wo man nicht von vornherein gleich denkt, ah, vielleicht habe ich ein mulmiges Gefühl, ob ich das schaffe. Sag mal lieber, sagt Mann wahrscheinlich, oh klar, mach ich. Genau so, da gibt es ja auch Studien zu, dass Männer sich ganz oft auf Stellenbeschreibungen bewerben, die vielleicht so zu 30-40% auf sie passen, wo sie die Skills erfüllen, während Frauen, wenn sie die nur zu 95% erfüllen, die Sachen, die da abgefragt werden, dann sagen, ah, ich weiß nicht, ich kann ja das eine da unten nicht. Ja, genau. Also mehr Selbstbewusstsein, Mädels, ja? Gut, da hat er die eine Sache. Aber jetzt haben wir noch eine zweite Frage. Du bist ja auf so Kongressen. Jetzt hat mir einer mal gesagt, oder eine Frau hat mir gesagt, sie wird auch nur von Frauen Empfehlungen entgegennehmen. Und möglicherweise sitzen zwei Männer hier im Podcast und deswegen hören vielleicht auch nicht so Frauen zu, weil sie denken, wenn Männer mir eine Empfehlung geben, ich bin es leid, ich will jetzt selbstständig sein und wenn ich jemandem zuhöre, dann lieber Frauen. Hast du das auch schon erlebt? Oder ist das falsch? Ja, teilweise. Ich habe mich aber auch neulich mit einer Bankberaterin unterhalten, die als Frau Frauen berät und die irgendwie auch nicht an die rankommt und sie teilweise auch nicht motiviert bekommt. Und dann habe ich sie aber mal gefragt, wie sie es denn so macht. Und ich glaube, das, was natürlich auch alle in der Bankausbildung lernen, das ist immer diese männliche Herangehensweise an das Thema Geldanlage. Bei euch ist das immer, sorry, höher, schneller, weiter. Hier mal ein bisschen auszuteilen. Wir wetten auch immer. Ja, das ist so klassisch männlich. Das ist so dieses höher, schneller, weiter. Ja. Und diese Ansprache, die dann auch in der Bank passiert, ich habe hier das und das für sie, ist ja heute mit dem Beratungsprotokoll nicht mehr ganz so schlimm. Aber ne, hier ist die Prozentzahl, das kommt raus. Und Frauen möchten anders beraten werden. Die möchten eher in ihrer Lebenssituation abgeholt werden. Die investieren halt auch sicherer. Denen ist dann vieles in der Richtung einfach wichtiger, als jetzt irgendwie die 8% am Ende zu kriegen. Ich hätte ja gerne 8% auf irgendwelchen Sparanlagen. Wenn es das sicher gibt, aber die auch sicher, sofort mitmachen. Ja, das ist das Problem. Ja, aber auf lange Sicht. Aber kommen wir noch dazu. Aber wenn man wir gehen jetzt mal rein in sozusagen so ein Beratungsgespräch im Prinzip geht es ja erstmal um die Risiken im Leben und die Absicherung, bevor man irgendwie auch dann Geld übrig hat, was man dann wirklich sozusagen langfristig anlegen kann, geht es ja erstmal darum, die Basisrisiken abzusichern, zu versichern. Welche Versicherungen sind da aus deiner Sicht zum Beispiel Pflicht? Also Pflicht ist ja sowieso in Deutschland die Krankenversicherung, ob nun gesetzlich oder, da kommt ja keiner dran vorbei, gesetzlich oder privat. Dann auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung, ganz wichtig. Haben nur 85% der Deutschen, obwohl die total billig sind. Ja. Die kosten ja keine 100 Euro, eine gute, eine wirklich gute. Und das ist teilweise die Familie, zumindest aber der Partner mit abgesichert. Der macht pro Haushalt eine. Und das kann einen ja in Ruin treiben. Ja, es geht ja nicht um die umgestürzte Vase, sondern es geht ja wirklich um die ganz große Risiken. Ja, wenn ich hier rausgehe nachher und auf meinem Handy rumdaddel und einen Fahrradfahrer über den Haufen renne. Zum und Beispiel der Herrn Chapitz, ja, der immer... Ja, aber der hat ja einen Helm an, da kann ja nicht so viel passieren. Aber wenn man einen ohne Helm umnietet und der ist dann in der Worst Case schwerst behindert, da zahle ich mal abgesehen von diesem emotionalen Drama, was man dann erlebt, zahlt man sein ganzes Leben. Da ist man ruiniert. Den Schaden muss man ja in irgendeiner Form, und das sind ja Verdienstausfälle, Pflege, da braucht man gar nicht alles aufzuzählen, möchte man auch gar nicht drüber nachdenken. Aber das ist eine Versicherung, die ist mega wichtig, auf die aber immer noch 15% der Deutschen, ich weiß nicht, ob mehr Männer als Frauen, weiß ich leider nicht, verzichten. Wahnsinn. Wirklich, Wahnsinn. Was gibt es noch für Versicherungen, wo du sagen würdest, das ist noch wichtig? Es waren jetzt die Basics. Rechtsschutz würde ich es auch für wirklich? Muss, ja, weil du kriegst heute eigentlich, wenn du mal überlegst, wenn du irgendwo wirklich eine Streiterei hast, du kriegst eigentlich ohne eine Rechtsschutzversicherung kein Recht mehr heute. Also ohne einen Anwalt, so ohne Rechtsschutz natürlich schon, aber ohne einen Anwalt. Und das ist teuer. Wenn du dich von deinem Arbeitgeber mal trennst oder er sich von dir trennen will, sollte man niemals ohne Anwalt tun. Wenn du Mietstreitigkeiten, also bist natürlich im Mieterverein, das ist zu teuer, wenn das in der Rechtsschutz drin ist, weil das passiert ja ständig, dieses sagen, Theater. Aber es gibt so viele Fälle, wo du wirklich mittlerweile einen Anwalt brauchst, die sind auch nicht besonders teuer, die Versicherungen. Aber vieles ist ausgenommen. Wir haben gebaut und hatten wirklich mit Handwerkern richtig Streit und da gab es keine Rechtsschutzversicherung, die da überhaupt eingesprungen wäre. Das mussten wir alles bewerfen. Also insofern, Rechtsschutzversicherung, Also ich finde es schon wichtig, ich habe sie auch schon einige Male gebraucht. Mit Frau Schwarzer sollte man sich nicht anlegen, ja? Die Frau Schwarzer. Ja, dann gibt es ja noch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da streiten wir zwei uns immer, weil ich bin dagegen. Natürlich grundsätzlich immer alles schön zu haben, aber die sind ja richtig teuer. Und was man am Ende kriegt, sind dann doch kleinere Beträge eher. Und man hört ja so oft von Versicherungen, die sich dann winden und dann eben doch nicht zahlen, weil sie sagen, ja, du bist ja gar nicht so richtig unfähig. Du warst ja schon unfähig am Beginn deiner Karriere, Chapitz. Ja. Nee, oder irgend sowas. Nee, oder dass man halt sagt, na, du kannst ja immer noch, keine Ahnung, Kellnern gehen oder was auch immer. Also ich meine, das sollte man sich sparen und sein Geld lieber dann zum Beispiel in einen ETF-Sparplan anlegen. Kollege Chapitz, andere Ansicht. Ja. Was glaubst du da? Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Das ist wieder so ein Fall, das muss jeder
wie ihr beide eben auch, für sich selbst entscheiden, ob er das will oder ob er das nicht will. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, wie man lebt, was man schon so alles angespart, zurückgelegt hat, wie man so investiert. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen, was da mit reinspielt. Ich habe da, weil ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, auch lange drüber nachgedacht, was ich tue, was ich nicht tue. Und ich habe eine nicht ganz so große, aber okay, in meinem Presseversorgungswerk, das haben wir als Journalisten, ist das ja Pflicht, ist ja in den Tarifverträgen früher drin gewesen. Ja, und da ist ja ein bisschen was drin. Und habe mich dann entschieden, dass ich lieber anders vorsorge. Und ich hoffe, dass die Entscheidung richtig war. Aber das ist auch so ein bisschen Bauchgefühl. Will man das, will man sich da abgesichert haben? Das ist ja oft bei Versicherungen so. Aber auf welche Versicherung kann man definitiv verzichten? Ja, so Sachen wie Sterbegeldversicherung und sowas. Das ist ja Humbug. Aber das wird im Moment wieder megamäßig. Meine Mutter hat auch eine abgeschlossen, weil sie dachte, wenn ich mal sterbe, sollen die Kinder dann nicht den Sarg noch bezahlen müssen. Versicherung das ist oft teurer von alten Menschen, dass sie mal sagen, oh Gott, ich will wenigstens mal Beerdigung zahlen können und so weiter. Ja, aber was ist Schwachsinn. Warum? Ja, ja. Was ich ganz, ist eine Vertriebssache, oder? Ja. Reine Vertriebssache, gut. Und es ist natürlich Emotionen pur, ne? Das, klar, und da kommt der Versicherung zu alten Menschen und sie wollen doch nicht ihren Kindern hier noch die Lasten ihres Todes aufbürden. Genau. Es funktioniert. Ja. Was aber auch mal ein bisschen hin und her geht, ob man einen Hausrat braucht. Bin ich auch dagegen? Ich bin dafür. Ich kann ja mal erzählen, bei mir was gibt's auch nicht viel zu holen, also, in einem Jahr passiert ist. Wen haben wir hier eingeladen, Däbner? Da hätte man besser recherchieren müssen. Wen haben wir hier eingeladen? So? Wer weiß, ich tropfe ja aus der Decke, weil die Frau so da nee, also bei mir war ist doch schön, wenn sie ihre Versicherung nicht nur bezahlt, sondern sie auch in Anspruch nimmt. Also bei mir nimmt, war das Ding, dass ich dass einmal der Hahn von der Waschmaschine, von der Spülmaschine hängen geblieben ist. Und da die ja logischerweise, wenn man die Tür ja auf und zu machen kann, nicht komplett dicht ist und das genau in diese Ritze gespritzt hat, hatte ich dann in einer großen Wohnküche nicht nur neues Laminat, sondern auch noch den Stuck in der Wohnung drunter ruiniert. Oh. Wunderbar, ist die ganze Nacht durchgesuppt. Das wäre jetzt kein Fall für eine Haftpflicht gewesen? Sowohl als auch. Die haben da so eine Kombi draus gemacht, wie es am günstigsten wurde. Haftpflicht und Hausrat. Also dein eigenes Laminat war die Hausrat ich und glaube, die so der Stuck und Fremdschaden. Genau. Okay. Und dann habe ich im gleichen Jahr hat der Blitz eingeschlagen und hat zwei wirklich Asbach-uralte Röhrenfernseher plattgeschlagen. Und ich wollte umziehen, hatte aber noch keine neue Wohnung, habe nur deshalb mir keinen Flachbildschirm gekauft. Aber was kriegst du denn für so einen Röhrenfernseher? Noch 10 Euro oder was? Ja, wenn ich ihn verkauft hätte, hätte ich ja gar nichts wahrscheinlich für gekriegt. 5 oder 10 Euro. Ja. Ich habe 640 Euro für die beiden von der Versicherung bekommen, weil Wiederbeschaffungswert. Und dann brannte noch die Caddyhalle im Golfclub im gleichen Jahr ab und meine komplette Ausrüstung war so ein schwarzer Klumpen. Ja, wir sollten Frau Schwarzer schnell losbekommen. das Unglück an. Ja, als mein Versicherungsvertreter anrief, hieß es auch nicht schon wieder, oder? Diesmal wird es auch richtig teuer. Ich glaube, bei Frau Schwarzer ist es eher so, das ist, der berühmte Fall Moral Hazard. Wenn ich eine Versicherung bezahlt habe, dann benehme ich mich auch riskanter, weil ich ja weiß, ich bin versichert. Ja. Dann kann ich streiten, dann kann ich schon mal den Wettergott gegen mich aufbringen, dass der Blitz einschlägt. Dass der Blitz einschlägt, genau. Oder ich kann den Geschirrspüler mal eben so ein bisschen... Naja, aber das war wirklich, ich hatte vorher wirklich 10 oder 15 Jahre lang keinen Versicherungsfall und dann in einem Jahr 3 hintereinander. Und da habe ich dann auch gedacht, toi, 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 gut, dass ich diese Versicherung habe. Und das ist nämlich das Ding, wenn man sie nicht braucht, ist das immer, ärgert man sich über die, ne? Aber wenn man sie braucht und ganz schlimme Sachen sind ja zum Beispiel auch, wenn Einbrecher nichts finden, du sagst so schön, bei dir ist ja nichts zu holen, aber wenn die Einbrecher dann sauer sind, dass sie nichts finden und alles kurz und klein schlagen und du brauchst komplett neue Möbel, weil alles zerhackt ist, die Fälle gibt es, dann bist du froh, wenn du so eine Versicherung hast. Okay, Frau Schwarzer hat jetzt den Däffner gerade eine Herr Däffner, wir haben hier ein interessantes Kombipaket für Sie aus Berufsunfähigkeit. Dann zapfe ich halt meinen ETF-Sparplan an. Das sind so Sachen, wo muss man sich halt überlegen, welche Risiken man da eingeht, wenn man keine Versicherung hat und wogegen man sich versichert. Das ist natürlich irgendwie jedem, gibt kein Patentrezept. Aber wenn man sich da mal ein bisschen umhört und sich mal mit Leuten aus dem Freundes... Aber es läppert sich halt zusammen. Ja, und ich meine, ich höre so oft dann Leute, die sagen, ich habe überhaupt kein Geld für einen ETF-Sparplan, weil... Ja, sag ich, Moment, da muss man mal gucken und so. Und dann guckst du dann an, was die alles Versicherungen haben. Unfallversicherung ist ja auch so ein Thema. Braucht man die? Nein, also ich glaube mittlerweile, man braucht sie nicht. Ich habe eine, die ich aber irgendwann mal kündigen werde, was mal daraus resultierte, dass ich so wahnsinnig viel Rollerblade früher gefahren bin. Was? Und Rollerblades. Ach, Rollerblades. Entschuldigung. Rollerblades. Ich wollte erst Rollschuh sagen und dann habe ich so old-fashioned willst du ja auch nicht sein. Ja. Genau. Und da habe ich immer gedacht, wenn ich dann auf der Nase lande und die Krankenkasse bezahlt ja nur das Wiederherstellen deines Gesichts, nicht wiederherstellen, sondern das medizinisch wiederherstellen, aber eine Schönheits-OP dann vielleicht nicht. Und solche Sachen habe ich mir dann überlegt.
überlegt mal irgendwann und die kostet ja auch nichts, aber eigentlich bräuchte ich nicht mehr. Ach, das ist jetzt vielleicht mehr so ein weiblicher Ansatz. Bei ja, das ist wahrscheinlich einer. Unfallversicherung ist nur für solche. Nein, für so aber du kannst, aber das würde sie zahlen. Aber, so okay. aber normalerweise zahlt ja die Krankenkasse. Eigentlich zahlt ja die Krankenkasse diese ganze Geschichte, deswegen sage ich immer, warum eine Unfallversicherung? Ja, die kann eigentlich weg. Ich meine, ja, bei der Privatversicherung nur deine Krankenkasse. Verdammt teuer. Habt ihr mal über einen Tarifwechsel nachgedacht? Ich habe mich mal erkundigt, nämlich letztes Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hätte ich ja in die gesetzliche zurückgehen können. Weil hättest du nochmal gekonnt. Weil ich musste mich ja arbeitslos melden, damit ich die Existenzgründerzulage bekomme vom Staat. Und in der Zeit, fällst du ja eigentlich zurück in die gesetzliche und kannst da drin bleiben. Und da habe ich mich wirklich erkundigt. Und für mich war das keine Option, in die gesetzliche zurückzugehen. Vor allen Dingen dann nicht, nachdem ich mir mal neue Tarife angeguckt habe. Und ich zahle die Hälfte von dem, was ich vorher bezahlt habe. Ja. Man muss einfach manchmal auch nur mal hingehen zu seinem Versicherungsmakler und sagen, können wir mal. Aber dann gucken, hast du gar keine Leistungen mehr, oder was? Nein, ich habe das nebeneinander liegen gehabt in Excel-Tabellen. Da fiel, glaube ich, irgendwas fiel da raus, Homöopathie oder so. Ach so, jetzt habe ich schon lange raus. Also es war. Ja, der Defner. Meine private Krankenversicherung, das ist wirklich. Man muss sich da ab und zu mal echt drum kümmern und einfach mal diese Ordner nehmen und auch mal durchflöhen lassen. Das ist auch immer ein großes Thema bei uns, ne? Und bei allen anderen. So Verträgen, so kleine Verträge. Wenn man kündigt, kriegt man sofort wieder ein Angebot. Wollen Sie nicht doch zurückkommen zum halben Preis? Das ist bei einem Sky-Abo der Fall gewesen. Die kommen jetzt schon wieder und sagen, willst du nicht drei Monate zum Preis von einem und so weiter. Das gibt es bei der privaten Krankenversicherung auch? Naja, so nicht. Aber du kannst halt fragen, ich würde gerne einen Tarif wechseln. Mir ist das zu teuer. Können wir da mal irgendwas machen? Mhm. Und häufig geht was. Also ich habe das gemacht und zwei Freundinnen von mir haben dann, was, das mache ich auch? Und da kam auch was raus. Okay. Nicht so extrem wie bei mir, aber gut. Haben wir das Versicherungsthema abgeschlossen? Ja, das ist auch langweilig. Findest du langweilig? Eigentlich. Aber das ist aber ein wichtiges Thema. Ja, natürlich ist es wichtig. Da geht es um Existenz. Also, auf jeden Fall, aber trotzdem ist es ziemlich drüber. Aber Haftpflicht, da muss man wirklich sagen, sozusagen, das sind die Risiken und das, Wahnsinn. Was man bezahlt, also das ist wirklich, müsste eigentlich auch gesetzlich verpflichtet sein. Stimmt, eigentlich ich sowas. Und also, meine Haftpflicht ist mit dem Selbstbehalt. Da muss ich diese ganzen Versicherungsbetrüger nicht mitbezahlen. Das ist das Schöne, weil die meisten geben mal so kleinen Sachen an. Oh, ist Handy runtergefallen. Na, da ist doch die Schwester draufgetreten. Und dann wird solche Und die Leute, die einen fragen, du hast doch bestimmt ein Haftrecht, ne? Könntest du vielleicht... Genau, und das habe ich mit so einem Selbstbehalt nicht und deswegen ist meine sogar noch günstiger. Also, als Tipp, jetzt haben wir noch einen kleinen Tipp. Dann hast du wirklich nur die großen Risiken abgesichert. Ne? So genau. Und die will man ja auch nur absichern. Okay. Aber genau, darum geht es. Und nicht um die Vase, die kannst du dann notfalls auch mal... Ne? Wenn es nicht gerade eine Ming-Vase war. Aber. Genau. Und meine Kinder sind netterweise auch nicht so Paddels, die bei den Freunden alles kurz und klein... Ich gehe auch nicht in Museen oder so, nicht, dass sie dann irgend so eine Fliege zerstören, die dann 50.000 Euro kostet oder sowas von neu in der Bildzeitung. Da bist du dann auch schnell teuer dabei. Aber da kommt doch meine Haftpflicht. Da freut man sich, wenn man eine Haftpflicht hat. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zum Thema, was ich gerade auch schon mal angeschnitten hatte. Damit man dann überhaupt Geld noch zum Anlegen hat, muss man sich eben auch ein bisschen was auf die Seite schaffen. Hast du da vielleicht ein paar, du bist jetzt eine rheinische Frau, keine schwäbische Hausfrau, aber vielleicht, was kann man sich von der schwäbischen Hausfrau, auf wem auch immer, abschneiden und abgucken in Sachen Sparen? Also ganz wichtig ist erstmal, dass man so einen Notgroschen aufbaut, so 3 bis 5 Monatsgehälter oder 3 bis 5 Monate Leben, so kann man es auch rechnen, muss auch wieder jeder für sich entscheiden, wie viel er da ansammeln will, womit er sich gut auf ein Tagesgeldkonto, weil das ist ja wirklich Notgroschen, also wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn das Auto neue Reifen braucht, das kann ja auch manchmal ganz schön teuer sein, je nach Reifen, dass man dann wirklich immer da das Geld hat, ein paar 100 Euro, ein paar 1000 Euro mal eben schnell, ne, dass dann nicht irgendwas ins Minus rutscht oder man irgendwas auch noch verkaufen muss, noch schlimmer. Also da würde ich Pfandhaus bringen. Oder so. Wird in Berliner U-Bahn jetzt mitgeworben, wieder ganz groß. Wollen Sie Ihre Sachen verpfänden? Also 3 bis 5 Nettogehälter, besser 5 sollten das sein. Und wenn man da mal ran muss, weil man eben eine neue Waschmaschine braucht oder was auch immer, dann bitte hinterher wieder aufstocken. Das tut ganz gut. Und wenn man eben wie ich dann irgendwie weiß, es könnte sein, dass ich mich demnächst selbstständig mache, dann macht es auch Sinn, das noch weiter aufzubauen. Okay. Alles, was darüber hinausgeht, und wir sind ja relativ fleißige Sparer in Deutschland, so um die 10%. Aber wie macht man es? Der darf mir jetzt konkrete Tipps haben. Das kommt jetzt. Ich verzichte auf meinen Kaffee. Oder? Nein, erstmal das Sparen. Zum Anlegen kommen wir gleich noch. Diese 10%, die alle so zur Seite liegen von ihrem, was sie verdienen, das sollte bitte auf ein separates Anlagekonto, nicht einfach irgendwo auf dem Girokonto liegen lassen oder auch noch auf das Tagesgeldkonto, sondern auf ein separates Anlagekonto. Und wenn sich da ein bisschen Sümmchen angeleppert hat, dann kann man
über Investitionen nachdenken oder eben sowieso schon. Aber das machst du quasi mit Dauerauftrag so gleich am Anfang des Monats so gleich mal abzwacken, weil dann kommen wir gar nicht versuchen. Genau, sozusagen. Aber nun gibt es ja viele, wie der Defner geschrieben hat, die gar nicht das erstmal haben und die ins Minus rutschen wird, wenn sie einen Dauerauftrag hätten. Jetzt wollte ich ein paar richtige Spartipps machen. Also so richtig. Spartipps, erstmal, wir hatten jetzt gerade schon die Versicherungsverträge, die man durchgehen kann. Da gibt es noch eine Menge andere Verträge, über die man mal reden kann. Ich habe sehr lange einen völlig überdimensionierten Handyvertrag mit mir rumgeschleppt. So viel Datenvolumen habe ich nie gebraucht. Also das sind so Sachen, die man sich mal angucken kann. Wenn man einen Fitnessstudio-Vertrag hat, aber da nie hingeht, kann man den eigentlich auch kündigen. Kann man auch gut nachverhandeln. Ja, oder nachverhandeln. Ja. Diese ganzen Zeitungs- und Zeitschriften-Abos. Moment, da muss ich aber jetzt mal. Nein, aber es gibt doch welche, die du. Aber es gibt, ich bin ja auch Journalistin, aber es gibt auch manchmal so Sachen, die du seit Monaten nicht gelesen hast. Ich zum Beispiel habe eine hochwertige Frauenzeitschrift. Ich glaube, ich habe die sechs oder sieben Ausgaben nicht gelesen. Weil dieses Papier geändert haben und ich dieses widerliche Löschpapier nicht anfassen kann. Ich kann das eigentlich auch mal kündigen, weil ich werde es auch nicht mehr lesen. Okay. So, und solche Sachen, ja, dass man da mal guckt. Und dann gibt es so diese, das will immer keiner hören, aber die Raucher können relativ viel sparen, indem sie und was für ihre Gesundheit tun. Ja. Also andersrum, erst was für ihre Gesundheit tun und dabei viel sparen. Das kostet ja richtig Geld mittlerweile. Dieses ewige Schleppkaffee, also bei den ganzen Kaffeeketten, die sündhaft teuer sind. Muss das zweimal am Tag sein, wenn ich es einmal oder zweimal in der Woche mir verkneife oder sogar am Tag und ich das mal addiere, da komme ich auch auf eine schöne Summe für einen Sparplan. Also so, ich bin jetzt niemand, der sich alles vom Mund abspart, um Gottes Willen. Und ich will auch schön essen gehen und dieses und jenes. Aber es gibt so ein paar Sachen, wenn man mal sein Leben durchflöht, wo man echt ein bisschen aufs Geld gucken könnte. Trotzdem lebenslustig bleiben kann, so wie du es hier bist. Ach, schön. Die Rheinländer unter sich. Okay, dann kommen wir mal zum Geldanlegen. Ja? Mhm. Also wie fange ich denn dann an? Was wäre da eben so eine Basisgeldanlage, wenn ich erstmal mit kleinen Beträgen dann vielleicht als junge Frau, du hast ja gesagt, du hast auch schon sehr früh angefangen mit dem Sparen und Anlegen. Aber alles falsch gemacht dann. Aber alles falsch gemacht. Und wie sollte es denn jetzt eine junge Frau vielleicht, die am Anfang des Berufslebens... Auch? Ja, ein junger Mann auch, aber wir sprechen ja heute speziell über Frauen. Nein. Und das gilt natürlich alles für Männer ja auch. Siehst du. Ja, aber also ich würde auf jeden Fall mit einem Sparplan anfangen, eben auf einen börsengehandelten Indexfonds, einen ETF. Und wer unbedingt einen aktiven Fonds haben möchte, weil er einen Fondsmanager und seine Strategie so toll findet, nimmt halt den. Also Hauptsache man tut überhaupt was. Da auf jeden Fall einen Sparplan eröffnen. Geht, wie gesagt, ab kleinen Summen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man dann mal eine Gehaltserhöhung kriegt oder eine extra Zahlung, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, dass man da auch nochmal was aufs Investmentkonto packt und vielleicht auch mal was nachkauft. Also damit erstmal anfangen, schön breit gestreut, vielleicht MSCI World oder MSCI Emerging Markets oder eben den All Country Worldwide. Das ist dann beides in Kombination. Damit erstmal anzufangen. Viele haben ja unheimlich Angst vor der Börse und trauen sich das ja gar nicht. Das ist Blödsinn. Je länger man da anlegt, desto geringer wird das Risiko. Aber was man natürlich auch machen kann, wenn man sich trotzdem nicht traut, man kann vielleicht mal schauen, wenn man vermögenswirksame Leistungen bekommt vom Chef, ein Geschenk quasi. Klammer auf, man muss es aber aktiv einfordern. Es kommt nicht von alleine, Klammer zu. Dann kann man ja auch mal gucken, was es dafür Fonds gibt, mit denen man das machen kann. Da gibt es mittlerweile auch ETFs. Gibt es auch ETFs, genau. Es gibt beides mittlerweile. Und da kann man ja anfangen. Schon genau, mal. Und das ist ja geschenkt. Das muss man zwar versteuern, was man da vom Chef geschenkt bekommt. Aber das sind man kann schon Euro. Mal gucken, kann so einen Fuß ins Wasser halten. Genau. Nur sollte man dann nicht vergessen, dann die andere Sache zu machen. Dann irgendwann dann, weil vermögenswirksame Leistungen sind. Ja, das sind 26 Euro, 40 Euro. Das ist natürlich, ja, also man sollte auf jeden Fall anfangen und sich das angucken. Und dann ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich echt auch eine Strategie überlegt und Regeln heißt, wenn es knallt an der Börse, dass man sich vorher sagt, ich lege hier langfristig an, ich lege für 20 Jahre an, fürs Alter 40 Jahre. Das ist ja, wenn man jung anfängt, sind das ja solche Anlagehorizonte. Und Crashs werden passieren und ich werde nicht in den Crash hinein verkaufen, weil dann verkaufe ich ja oder realisiere ich ja die Verluste. Das wollen wir ja gerade nicht, wir wollen ja Gewinne. Sehr wichtig. Also schön langfristig denken und in Krisenzeiten lieber mal Mut haben. Das ist natürlich Börse für Fortgeschrittene, Mut haben und ein bisschen nur nachzukaufen. Boah, sogar nachkaufen. Ja. Ah. Ja, darf man da dann auch so sagen, sein Sparrate, sein Sparkonto angreifen, wo man doch diese Der Notgroschen nicht. Defner, welche mit dieser unverbesserliche Optimist, da würde ich alles nehmen. Aber es liegt ja vielleicht noch was auf dem Investmentkonto. Kann ich vielleicht auch noch einen Kredit oben drauf nehmen, damit ich in der Krise das habe ich immer gemacht, aber am neuen Markt mit Kredit spekuliert. Ja, natürlich. So weit bin ich nicht gegangen. Immer gehebelt. Ging gut nach oben, aber es ging auch nach unten. Also nicht gut, wahrscheinlich irgendwie ein fallender Stein, oder?
Richtig. Und dann kommt der Margin Call. Herr Däffner, würden Sie bitte da sein? Das Doofe ist natürlich, dass du dann, wenn, ja, dass du dann natürlich bei fallenden Kursen, wenn du eigentlich kaufen möchtest, ja, von der Bank gesagt kriegst, jetzt musst du entweder nachschießen oder verkaufen. Dann hast du einen automatischen Stopkurs und das ist halt doof. Genau, doof. Dann kannst du eben solche Phasen nicht aussitzen. Das war einfach doof. Ja, habe ich auch gelernt. Ja. Ja, schmerzhaft. Ja. Also wird, aber Schmerzen gibt es an der Börse immer. Auch wenn man eigentlich alles richtig macht und langfristig anlegt. So ein Crash. Also ich meine, wir haben 2000 bis 2003 oder 2001 bis 2003 hat der DAX 75% verloren. Mhm. Und das tut dann auch einem Sparplan richtig weh. Deswegen nimmt man egal, ja auch keinen DAX. Ja, aber der andere Märkte waren jetzt auch nicht viel besser. Waren ja auch nicht besser. Und trotzdem besser hat der DAX in diesen Jahren trotzdem Einbrüche 8% pro Jahr zugelegt. Ja. Langfristig, das eben. Langfristig genau. Über 30 Jahre. Da sind diese 75 nämlich total egal gewesen. Das sind die auch schon komplett egal. Ne? Aber und, das muss man aushalten. Und wir sagen ja auch immer, wenn man dann auch einen Sparplan hat, dann nutzt man ja eben auch diese Tiefstkurse. Genau. Ne? Die billigen Kurse. Ja, da kriegt man mehr fürs Geld. Das ist immer so verrückt. An der Börse will man immer, wenn die Stimmung vermeintlich super ist und die Kurse oben sind, will man unbedingt dabei sein. Mehr kaufen ja alle sogar. Das ist ja, wie so ein Luxusgüter. Das ist wieder so ein Männerding natürlich. Preise steigen, da bin ich dabei. Die Gier. Die Gier. Und wenn die runterdonnern, dann kriegt man die Panik und nimmt Reis aus. Auf dem Markt macht man es genau andersrum. Da kaufst genau du die Schnäppchen, die billigen Kartoffeln kaufst du. Die Qualität muss zwar stimmen, aber du kaufst die billigen Kartoffeln, nicht die teuersten. Das macht man aber irgendwie an der Börse andersrum. Jetzt kann man ja so privat sparen, das hast du jetzt schon gesagt. Oder man kann es auch staatlich gefördert. Da gibt es ja Riester-Renten, da gibt es betriebliche Altersvorsorge. Was würdest du dazu sagen? Wie macht man das am cleversten? Also da ist natürlich auch wieder der Fall, das kommt immer darauf an, was man so für ein Anlageprofil hat, was man für ein Risikoprofil hat, für Ziele im Leben. Viele von diese staatlichen Sachen sind ja alle sehr sicher und mit sehr viel Garantien behaftet. Sicherheit und Garantien kosten aber Geld, sprich in unserem Fall Rendite. Also das ist kein Knaller, was da rauskommt am Ende. Aber es deckt natürlich das Langlebigkeitsrisiko ab. Ne? Was hilft es mir, wenn ich einen ETF-Sparplan gemacht habe und sitze dann am Ende mit einer kleinen Rente da und habe vielleicht 200.000 Euro noch in dem ETF-Sparplan, lebe aber noch 25 Jahre. Den entspare ich so langsam. Das ist alles ziemlich schnell weg, dann, wenn man eine kleine Rente nur kriegt. Und da sind natürlich diese Langlebigkeitsdinger super. Wenn du nach 5 Jahren Rente tot umfällst, hat sich das nicht gelohnt. Aber wenn du noch 30 oder 25 Jahre in Rente bist, hier kommt gerade ein Zug. Wir haben einen kleinen Feueralarm im Haus. Auch schön. Wir sind jetzt einfach mal grenzenlos optimistisch. Wir sind jetzt erstmal, genau, natürlich. Ja. Der Chapitz rennt mal davon. Du kannst dir mal vorsichtshalber deinen Fahrradhelm aufsitzen. Ne? Das ist eine super Idee. Aber wahrscheinlich hat uns Jessica Schwarzer hier Pech ins Haus geholt. Ja? Die Brandversicherung. Ja, das ist wir hätten es wissen müssen. Das ist wirklich wahr. Es ist so, oh, wir machen einfach mal weiter an dieser Stelle. Wir ignorieren das Gepiepe. Du meinst, willst du diesen Ton im Hintergrund die ganze Zeit haben, Däffner? Nee. Oder wir machen eine kleine Pause wir und machen gleich ohne Pfeifen Pause. Weiter. Also ja, wir gucken mal, ob es brennt und melden uns gleich zurück mit Jessica Schwarzer. Und die Überlebenden werden bum, 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 bum. Die Gewinner sein. Sehr schön, lieber Däffner. Hurra, wir haben überlebt. Es war in der Tat nur ein Feueralarm und es hat nicht wirklich gebrannt bei uns im Haus, aber ein unangekündigter Feueralarm. Das ganze Haus wurde hier evakuiert. Ein Traum. Ja. Ja, erlebt man richtig was bei euch? Ja, was los, ne? Und nur weil wir Jessica eingeladen haben. Das hatten wir noch nie. In wie viele Folgen Podcast? Aber ich, 60. 60. Ich bin aber normalerweise gar kein schlechtes Omen. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Immer wenn ich in Frankfurt an der Börse bin, auf dem Parkett, guckt euch meine Fotos auf Instagram an, dann steigen immer die Kurse. Also das weiß ich jetzt auch nicht, was hier los ist. Okay, für die Börse, aber ansonsten zieht sie die Risiken anscheinend an. Wahrscheinlich hat irgendwie so die Versicherung sie getrackt mit ihrem Handy und gesagt, oh, die ist in Berlin, oh, die ist bei Bild. Oh, da müssen wir mal drin. Besser das Haus. Besser mal vorsichtshalber evakuieren. So. Ja, gute Idee. Aber da solltest du uns vielleicht demnächst sagen, wenn du in der Börse bist, dann können wir vorher schon mal kaufen. Die Diskussion hatte ich neulich auch schon auf Social Media. Aber? Gibt es nicht bekannt, hast du nicht so einen Terminkalender wie Angela Merkel, wo man lesen kann, an der Börse? Aber wenn es zu viele wissen, dann funktioniert es auch nicht mehr. Dann ist es wie in der Charttechnik, wenn sich zu viele dann wieder danach richten, dann funktioniert es auch wieder nicht mehr. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei 200.000. Ja. 200.000 Euro. Wie kriege ich die denn zusammen, die 200.000? Also wir waren ja bei einem quasi ETF-Portfolio, was ich dann vielleicht habe, zusätzlich zu meiner Mini-Rente und dass das fürs Leben nicht reicht. Ja, wie kriegt man 200.000 zusammen? Ich bin jetzt kein wahnsinniges Rechentalent, aber man muss da schon ordentlich für anlegen. Also da kommt man nicht mit 25 Euro im Monat kommt hin. Kommt drauf an, wenn man anfängt. Wenn man mit 0 anfängt, dann geht das wahrscheinlich sogar. Ja, aber man sollte schon dann mit 100, 200, 300 Euro im Monat arbeiten und dann muss man eben auch ein bisschen stärker ins Risiko gehen, weil mit mehr Risiko mehr Chancen, sprich also Aktien auf jeden Fall und breit gestreut und dann kann man schon so ein stolzes Sümmchen zusammenkriegen.
Was heißt breit gestreut bei dir? Wir sagen immer hauptsächlich dann gerade für die Langfristanlage dann eben aktienbasierte ETFs. Wie würdest du denn so ein ETF-Sparplan, so ein ETF-Portfolio aufbauen? Was gehört für dich da in die breite Streuung, Diversifikation ran? Kleiner Werbeblock. Also ich habe da auch mal ein Buch drüber geschrieben, einfach erfolgreich anlegen. Mhm. Werbeblock zu Ende. Und ich mache eins der Depots, die da drin sind für mich. Das besteht zu 80% aus Aktien und zu 20% aus Anleihen. Und es sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8 ETFs und relativ breit gestreut, 2 Anleihe-ETFs. Das machst du selbst? Ja, das habe ich zusammen mit einem Institut für Vermögensaufbau aus München. Die haben mir geholfen, diese Depots zu rechnen und zusammenzustellen. Und da sind so die klassischen Anlageklassen drin, also Unternehmens- und Staatsanleihen, Euroraum jeweils zu 10%. Das macht keinen großen Spaß im Moment, das weiß ich, aber sowas gehört eben auch in ein Depot. Wenn die Zinsen immer weiter sinken, dann gewinnen die an Wert. Ja, die Kurse steigen, aber das macht trotzdem nicht richtig Coupons Spaß. Coupons gibt es nicht mehr, das stimmt. Nee, die sind weg. Ja. Und dann sind da halt drin Qualitätsaktien über den MSCI World Quality, Value-Aktien auch über den MSCI World Value. Es sind 2 Dividenden-ETFs drin, nämlich für europäische und für amerikanische Dividendenwerte. Es sind Nebenwerte drin, alles immer auch über ETFs. Und Tech nicht? Tech ist doch mittlerweile so hoch marktkapitalisiert. Ja, das ist da teilweise mit drin. Und die sind doch so hoch. Tesla ist Quality? Jetzt muss ich ja mal hier. Aber bei der Tesla bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die bei Quality drin ist. Ja, das sind dann so die, wo ihr dann wieder sagt, ach, Amazon habe ich zu früh verkauft. Ja. Die sind aber und drin. Du wirst dann in 10 Jahren wirst du sagen, ach, Tesla hätte ich bloß auf den Defner gehört. Nee. Also, da sind dann noch Schwellenländer-Aktien drin. Und ich glaube, jetzt habe ich alles. Und das mache ich so nach einem ganz sturen Konzept. Musst du aber immer anpassen, oder? Genau, das mache ich nämlich ganz stur. Also ich lasse das, ich mache Rebalancing, also das Anpassen der einzelnen Bausteine immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Möglichst durch Zukäufe, wenn genug Geld auf dem Anlagekonto ist. Wenn nicht, dann muss ich eben kaufen und verkaufen. Das kostet aber, oder? Ja, deswegen ist mir das Zukaufen auch lieber. Und ich lasse aber die ganze Zeit auch ETF-Sparpläne laufen übers ganze Jahr, aber nur auf 3 von den ETFs. Das heißt, da kommt immer ein kleines Ungleichgewicht bei raus. Ganz einfach durch die Sparpläne auch, weil ich da regelmäßig zukaufe. Das heißt, ich muss dann andere Bausteine zwischen Weihnachten und dieses Depot, das finde ich jetzt auf deiner Webseite? Oder nee, muss ich das Buch kaufen? Das muss ich kaufen. Okay. Leider. Oder einen Robo-Advisor nehmen. Das geht auch. Was hältst du von denen? Ja, das kommt drauf an. Also es gibt einige, die haben ganz clevere Ideen, andere, die haben weniger clevere Ideen. Manche Depots sind mir ein bisschen zu simpel gestrickt. Manche sind mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu wild und strategielos zusammengestrickt. Muss man sich auch sehr genau angucken. Also ja, da und manche schichten ja auch sehr, sehr schnell Wahnsinn, um. Ne? Ja. Und dann gilt ja auch wieder hin und her, macht Taschen genau, das ist es. Ne? Ja, also auch das. Ich glaube, die haben Probleme, die versuchen, den Markt zu timen. Die sagen, jetzt wird es kritisch, jetzt aber muss ich meinen Anleihen umschichten. Das Umschichten funktioniert nicht. Ja, vor allem, sie richten ja sich immer nur nach irgendwelchen technischen Indikatoren und in Zeiten, in denen jeder Trump-Tweet dann irgendwie wieder wirre Marktbewegungen auslöst, dann rennen die einfach immer nur hinterher und verkaufen wieder mit Verlusten und gehen wieder in die Anleihen und dann wieder zurück und so. Kannst du auch Immobilien? Nicht mehr mit. Jetzt muss ich mal Immobilien fragen. Hast du auch? Nein, aber ich denke da immer mal wieder drüber nach. Mir war bisher immer das Klumpenrisiko zu groß, weil wenn ich alleine mir eine Immobilie kaufe, das ist schon echt wirklich viel Geld, was ich da bin. Ich wohne in Düsseldorf, ist jetzt auch nicht gerade billig. Und das nicht ist immer. Mir immer ein bisschen zu hohes Risiko gewesen. Und ich bin auch nicht so ein wahnsinniger Fan von Schulden. Und dann droht ja noch Enteignung in Deutschland. Ja, und oder das mindestens, ja die, mindestens die keine Mieterhöhung haben. Mehr. Ja. Aber die eine dürfte ich aber halten. Auch bei Herrn Kühnert. Ja, bei der Herrn hat ja Kühnert gesagt, die alles. Eine selbst benutzte, aber ich meine, der ist ja so schnell, der ist ja von... erst bei 3.000 ist Volksbegehren, dann Kühnert mit 20, dann ist er aber schnell auf eine runtergegangen. Also ich meine, bei diesem Verfall... Aber lieber Defner, wenn ich das Grundgesetz richtig interpretiere, würdest du eine Entschädigung dafür bekommen. Selbst wenn du enteignet bist. Aber eine willkürlich festgesetzte Entschädigung. Nein, das ist keine willkürliche. Da gibt es noch das Bundesverfassungsgericht. Du tust jetzt wirklich so, als ob wir in so einem sozialistischen Bananenstaat hier leben würden. Aber wo einfach den was hätte Herr Kühnert gerne. Wahrscheinlich. Absolut. Den würde er anstreben. Und ich meine, das sind die ersten Schritte in einen sozialistischen Bananenstaat. Und wie wenn gesagt, wir damit anfangen, dann wird Herr wieder hier. Du fängst jetzt in Berlin an. Aber du fängst jetzt in Berlin an. Das ist der erste Schritt. Sorry für diesen kleinen Exkurs. Aber wenn hier ein Mietendeckel sozusagen verhängt wird und die Vermieter 5 Jahre keine Mieterhöhung mehr durchsetzen dürfen, dann ist das schon quasi ein Eigentum, und ein Teil Enteignung. Auf ja? jeden Fall. Und das ist ein Schritt Richtung Sozialismus, ja. Und wäre der Anfang. Aber wenn es um die privaten Finanzen geht, würde ich jetzt einfach mal sagen, meine selbstgenutzte Immobilie, vielleicht auch eine vermietete, das ist am Ende auch wurscht, ist schon ein
Baustein, den man sich angucken kann. Und das ist wieder, wie immer bei der Geldanlage, jeder muss seine eigene Strategie finden. Und wenn man da Wert drauf legt, im Eigenheim zu wohnen oder nicht. Und ich dachte, von dir kommt jetzt mal die Goldfrage Gold und Bitcoin-Frage. Nee. Warum denn? Was ist das? Der Chapitz hat ja immer Angst. Ne? Und deswegen hat er sein Geld, Goldtaler. Da meint er, da kann er ja dann im Notfall, wenn der Italiener einmarschiert, der hungrige Italiener. Lieber Defner, ich habe mein Gold dafür. Ich muss es nochmal sagen. Gold ist für mich eine Art Ersatzwährung. Es geht um die Währung. Und wenn, ich jetzt sehe, es geht nicht darum, Brötchen zu werden. Es geht darum, wenn jetzt die Notenbanken, wir haben ja die Notenbanken, die ja wahnsinnig wie blöde Geld in den Kreislauf pumpen. Und wir haben eine 10-jährige Rendite, die liegt bei minus 0,3%. Deswegen zumindest kauft man Aktien. So ist und wenn das. Ich das habe, dann ist wie das System, viel, dann ist das Geld zahlt Gold. Dann ist das Geld, aber und wie viel Zinsen? Wie viel Zinsen? Ja, Zinsen brauche ich ja nicht. Wenn ich minus 0,3% für eine 10-jährige Anleihe habe, ist Gold quasi, dann muss ich noch nicht mal was zahlen. Also Gold ist auf jeden Fall für mich keine Anlage wie eine Aktie, sondern einfach dafür da, wenn das Geldsystem weiter zerstört wird, Dollar, Euro, was auch immer, dann ist das eine Art. Was sagst du denn? Also du bist Gold ein Goldskeptiker. Ich mag Gold nicht als Geldanlage. Ich mag es an Ohren und am Ringfinger und meinetwegen auch am Arm. Okay. Aber ich bin kein Fan von Gold als Geldanlage. Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine psychologische Nummer, dieser sichere Hafen Gold, weil ich frage mich eben als Ersatzwährung, so wie du es gerade gesagt hast, gehst du mit dem Krügerrand dann 1 Million Brötchen kaufen? Warum soll ich denn das kaufen? Nee, aber du hast Ersatzwährung gesagt, Geld, du musst ja nein, was es geht auf Geld. Was hat das? Ja, was sind die Eigenschaften von Geld? Geld ist auch eine Eigenschaft, Wertaufbewahrung, liebe Freunde. Das geht nicht darum, dass ich es immer Wert muss. Auch ausgeben. Nein, ich will es möglicherweise als Geld, als Wertaufbewahrung, ist es sicherer, als wenn du irgendwie deine Notgroschen in Euro oder sonst was hast. Ja, aber das ist doch eben der Notgroschen und irgendwann musst du ja ran. Es geht ja um die Krisenzeit, ja, wo du deinen Notgroschen dann eingreifen musst. Und willst du dann mit der Goldfalle immer so ein bisschen nicht was abfallen? Nicht unbedingt. Nehmen wir an, der Euro wird entwertet, weil wir wieder so viel Geld drucken. Dann hättest du mit deinem Gold möglicherweise eine Wertaufbewahrung, die so doof nicht ist. Das gleiche wäre mit Kryptowährung, wirst du ja auch kein Fan sein, nehme ich an. Also ich bin, auch nicht. Finde ich auch nicht so toll. Die Blockchain finde ich klasse als Technologie, das finde ich auch spannend. Und ich glaube, da kommen auch ein paar coole Anwendungsgebiete über die Jahre. Aber ich bin auch kein Fan von Kryptowährungen. Das ist so ein bisschen zocken wie früher am neuen Markt. Das kann man mit ein bisschen Spielgeld machen, aber langfristige Geldanlage ist es nicht. Sehr gut. Frau Schwarze hat sehr vernünftige Einsichten. Die laden nicht wieder ein. Also ich meine, das ist so eine bullische Frau, die hat sich Gold, wozu brauchst du das? Willst du Brötchen verkaufen? Ich will mir keine Brötchen kaufen. Wichtigen Themenkomplex, für die privaten Finanzen auch. Das ist nämlich sozusagen die Partnerwahl und Familie und so weiter. Wie angelt man sich ein Millionär? Und jetzt könnte man doch sagen, ja, vielleicht angeln wir ja doch einen Millionär, wenn das so mühsam ist mit dem Sparen. Ja? Also, worauf achtet man bei der Partnerwahl? Nach dem Karrierecoaching vom Anfang kommt jetzt das um Beziehungscoaching. Das ist super, nein, das ist eine gute Idee. Das ist, also Fakt ist, dass ich glaube, 2/3 aller Beziehungen wird wirklich über Geld gestritten. Mhm. Und das sollte man versuchen zu verhindern, indem es auch da klare Regeln gibt und man über Geld spricht und sich gemeinsam Gedanken macht, wie man mit dem Geld umgeht, es nicht nur den Mann machen lässt. Und so ein bisschen so diesen. Gibt es Erfolgsfaktoren? Also man sagt, Leute, die 2 getrennte Konten führen, die streiten weniger häufig über das Geld oder lässt sich da nicht so eine Formel finden, also ich krieg das, mit der man das hinbekommt? Ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt. Gibt es bestimmt. Habe ich jetzt nicht parat, aber ich kriege das in meinem Freundeskreis schon mit, dass da viele auch mit diesem 3-Konten-Modell arbeiten. Mhm. Also jeder hat sein eigenes Konto und packt dann einen Teil seines Gehalts, seines Geldes auf. Das haben wir. Das 3-Konten-Modell. Und das funktioniert bei den meisten ziemlich gut. Und dann kann man nämlich auch so seinen Leidenschaften hinterhergehen, wenn ihr als Männer, weiß ich nicht, auf Oldtimer steht und eure Frauen aber sagen, diese blöden Klapperkisten nur kaputt, verschlingt nur Kohle. Ja. Könnt ihr sagen, ist aber mein Geld. Und wenn eure Frau vielleicht lieber teure Städtetrips macht und ihr sagt, da habe ich aber so gar keinen Bock drauf, habt ihr dann auch nicht den Grund zu schimpfen, weil es war ja ihr Geld. Okay. Mhm. Wir backen hier kleinere Brötchen. Also Kollege fährt mit dem Oldtimer Fahrrad durch die Gegend. Das stimmt. Grundsätzlich würdest du aber zum Beispiel empfehlen, einen Ehevertrag zu machen? Also man wie unromantisch. Man hat ja immer einen Ehevertrag, weil wenn man heiratet, hat man ja auf jeden Fall die gesetzliche Regelung. Das ist ja irgendwo auch ein Vertrag. Aber wenn viel Geld da ist und oder auch vielleicht sehr viel Besitz, manche Leute erben ja Firmen, da wird es ja sowieso gemacht dann, ne? wenn du die Familienfirma erbst, dann finde ich das schon sehr, sehr wichtig. Und man sollte sich da auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen und mal drüber nachdenken und sich vor allen Dingen aber die gesetzlichen Regelungen anschauen, weil vielen ist ja überhaupt nicht bewusst, dass wir auch ein ganz neues Unterhaltsrecht haben und das ist alles nicht mehr so fein für die Frauen, wie es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch war.
Kinder und Geld ist ja dann auch eine Frage, also Kollege Chapitz weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, aber vielleicht was würdest du empfehlen, professionelle. Wie führt man Kinder richtig ans Geld ran, mit Taschengeld, was Leistungsprämien, wenn sie irgendwas gut gemacht haben. Ja, oder Boni. Dann sozusagen. Machen die nichts mehr ohne. Wenn du einmal ein und sagst, Geschirrspüler ausräumen, gibt es einen Euro für. Genau. Das kannst du vergessen, das reißt ein. Das ist im Taschengeld abgedeckt, dann würde ich sagen. Ja? Okay, ich habe ja keine Kinder, aber von daher Gespannt, was ich habe auch keine kommt. Kinder, aber ich habe selber sehr, sehr toll gelernt. Ich habe relativ viel Taschengeld bekommen und ich weiß aber nicht mehr wie viel, frag mich nicht. Hatte so ein Budget und mit dem musste ich wirklich auch alles abdecken. Also wenn ich dann irgendwie Tintenpatronen für meinen Füller brauchte oder neue Hefte für die Schule, das musste ich auch alles damit bezahlen. Wenn mal eine größere Sache kam, wie so ein teures Physikbuch für Mark, waren es ja damals noch 100 Mark oder 80 Mark hat das, glaube ich, gekostet. Dann natürlich nicht. Aber ich musste schon ich habe gelernt, mit so einem Budget umzugehen und nicht nur, wenn es ums Eis geht, sondern auch um Radiergummis, Bleistifte und sonst was. Das fand ich eine super Idee. Das hat nicht irgendwelche fiesen Nebenwirkungen gehabt. Ich weiß noch, bei uns an der Schule, ich war in der Gesamtschule Bonn-Beul-Pützchen und da hatten die Kinder auch so Budgets und dann haben sie aber das Mittagessen nicht gekauft davon, sondern haben lieber das Geld gespart und sind dann immer betteln gegangen und haben dann die Reste von den Tellern genommen. Das waren immer so Sachen und ich denke mir, wenn es so ein Budget gibt, können die Kinder ja irgendwie ganz komische Sachen machen. Das glaubst du nicht? Ja gut, aber das ist ja auch ein Lernen, mit Geld umzugehen. Ja. Also ich meine, es ist zwar ein bisschen strange und vielleicht nicht das, was man beabsichtigt, aber ich finde das gut, wenn Kinder das lernen. Und was ich auch toll finde, Kindern früh beizubringen, was ist Börse, wie kann man sparen, wie kann man Geld anlegen. Und das finde ich übrigens, das habe ich mal von einem Vermögensverwalter gehört, der hatte allerdings natürlich das Geld, der hat seinen Kindern einmal im Jahr 1000 Euro zur Verfügung gestellt und dann durften die eine Aktie sich aussuchen und dann wurde das diskutiert, warum, welche Aktie. Die hatten dann natürlich Inditex, also Zara, Apple, Amazon, diese ganzen Sachen im Depot, sind damit aber nicht schlecht gefahren und haben so Börse kennengelernt, auch toll. Und dachten, was ich kenne, das muss gut sein. Und das, ja, oder was ich haben will oder was alle haben wollen, muss gut sein. Die Strategie war nicht schlecht. Indikator, weil die Kinder haben oft ein besseres Marktgespür als ein aber dann läuft H&M nicht mehr und dann ist die Aktie auch nicht mehr da, oder? Die Kinder merken doch, was out ist. Ja, klar, also ich glaube auch, ja. Die wissen ja früher, was out ist, als bis ein Fondsmanager das mitgerechnet nach den Bilanzen. Also, oder bei uns angekommen ist, natürlich. Ja. Okay. No. Aber kommen wir in Fitch oder sowas, ne? Wenn die sagen, komm, hör mit auf, die Turnschuhfirmen da, ja, kennst du dich. Ja, jetzt haben wir eigentlich viel gelernt. Jetzt ist trotzdem noch die Frage, jetzt hast du uns ja hier erlebt im Podcast, was können wir noch machen, dass es noch mehr Frauen anspricht? Wie können wir frauenaffiner werden? Vielleicht ein bisschen einfühliger reden. Nein, ich finde, ihr macht das sensationell, dickes Lob. Ihr müsst nur einfach, glaube ich, ein paar mehr Frauen noch mal einladen zwischendurch und dann ist es auch, glaube ich, ich kann euch da auch ganz tolle Frauen nennen, die auch sehr aktiv sind. Ich bin ja auch Mitglied der Finanzheldinnen. Genau. Wo können sich denn junge Frauen, die jetzt ein bisschen Blut oder Rendite geleckt haben sozusagen und mehr wissen möchten, natürlich in deinem Buch, damit sie sich keinen Millionär angeln muss, von Jessica Schwarzer, sagen wir gerne nochmal zum Schluss. Aber wo kann man sich noch mehr Infos, auch vielleicht ein bisschen frauenspezifischer holen? Es gibt jede Menge Angebote speziell für Frauen mittlerweile. Also ich bin selber bei den Finanzheldinnen, eine Initiative der COPDirect aktiv, schreibe für die sehr viel und bin bei Afterworks dabei. Es gibt unglaublich viele Events mittlerweile, Frauen-Finanz-Events. Es gibt auch unheimlich viele Seminare speziell für Frauen. Ich bin bei einem zum Beispiel auch dabei von der Deutschen Börse im August. Also da kann man wirklich, wenn man mal ein bisschen googelt oder gerne bei mir mal auf die Facebook-Seite kommt, da gibt es auch immer mal Tipps. Da gibt es wirklich tolle Sachen und da ist dann auch die Ansprache eben die weibliche Ansprache und nicht höher, schneller, weiter. Ach, ja, wir machen aber höher, schneller, weiter auch so ein bisschen weiter. Und der Chapit bringt ja auch ein bisschen immer den weiblichen Teil mit rein. Also stimmt. So, ja, so den Vorsichtigeren. Ja? Also, als ich vorhin sagte, dann kriegst du den Vertrag und dann nimmst du den so, da habe ich mich angesprochen gefühlt. Ich bin da nicht in den Gang, gesagt, will noch 10% mehr. Aber was werde ich jetzt mal demnächst machen? Während der Kollege Deffner gezockt hat. Aber immer noch ein paar Hebelprodukte. Sehr gut, okay. Also bin ich die Frau bei uns im Podcast. Haben wir das jetzt auch geklärt? Wunderbar. Sollten wir nur doch irgendwie auch kommunizieren nach außen, damit auch die Frauen sich dann bei mir heimisch fühlen. Auf jeden Fall können Bestimmt. Sie mit. Ja, gut. Ansonsten, schreiben Sie uns gerne auch zu dieser Folge und schreibt ihr uns. Genau, vielleicht habt ihr es euch ja besonders gefallen und denkt, wenn wir nicht nur zusammen streiten, sondern vielleicht jemand Drittes noch haben und drei durcheinander reden, ist es vielleicht viel attraktiver, als wenn das so zu zweit machen. Fünf vielleicht Sterne ist das, nehmen wir auch immer gerne unbedingt. Und sagen ansonsten Tschüss und Ciao. Wir bleiben wie immer Bulle und Bär, Deffner und Chapitz und Schwarzer.